Weil ich glaube, im blutigen Sand haben wir keine Möglichkeit. Muss ich nur noch gucken, dass ich ihm das Zeug verabreiche. Mal kurz gucken, kann ich irgendeine Nahrung herstellen, die noch mehr Entschlossenheit macht? Macht Wahrnehmung, Intellektwahrnehmung, Gewandtheit, Verfassung, Macht. Da, Macht und Entschlossenheit. Drachenfleischgericht könnte ich nehmen. Weil ich glaube, es ist Entschlossenheit. Oh, ach ja, das Schwert. Ist hervorragend. Hat Frostschaden. Bindet einen extra Feind. Und ich kann noch Humanoider schlagen hinzufügen. Also es macht mehr Schaden schon mal. Bindet einen Feind. Genauigkeit, wenn unter 50% Ausdauer. Wenn Ausdauer unter 50. Genauigkeit für einen Verbündeten. Und das habe ich jetzt gerade hinzugefügt. Und hervorragend war sowieso schon drauf. So. Essen wir das mal. I'm here. Reden mit ihm. Simon verschränkt die Arme über seiner vernarbten Brust. Sonst noch etwas? Hier ist der Trank, um den du mich gebeten hast. Er blickt die Fiole in seiner Hand. Er blickt von der Fiole in seiner Hand zurück zu dir. Irgendwas stimmt nicht. Er kneift seine Augen zusammen. Was versuchst du mir zu geben? Das ist der Essenztrank, um den du gebeten hast. Lasse Wirda rufen, wenn du es mir nicht glaubst. Das ist destillierte Essenz, wirklich. Nehmen wir das erste. Er streckt eine vom Alter und der schlaff verkrüppelte Hand aus, hält sich die Fiole dicht vor seinen trüben Augen. Auf die Errettung meines Stamms. Er leert die Fiole mit einem einzigen Schluck. Er schluckt, wirkt einige Sekunden lang und blickt sich dann zornig an. Sein Atem klingt kehlig und nass. Du hast mich vergiftet. Er beginnt seine Hand zu den Kriegern in dem Raum zu erheben. Du hast gerade eine Mixtur aus konzentrierter Essenz und Blut geschluckt. Hast du erwartet, dass du dich danach gut fühlst? Nein, ich schwöre es, das war Gift. Nehmen wir das erste. Du hast wohl recht, er atmet erst mehrmals tief durch. Ich sollte dir wohl für deine Dienste danken. Sichere Reise, Estramor. I'd be glad to. Liras blickt dir in die Augen und nickt dir langsam zu. Ah. Diesmal ist nicht alles an Banditen verloren gegangen. So, Blutopfer. Nachdem ich erfahren habe, dass Simok vorhatte, seine orleanische Adoptivtochter zu opfern, habe ich Liras Plan ausgeführt, Simok zu vergiften. Die Zukunft der drei Stoßzahnstärke ist zwar nun ungewiss, doch Simoks böses Vorhaben ist vereitelt. Hat mir jetzt keinen Abbruch an meiner Reputation getan. Oh. Da
Das ist ein schöner Schild. Endlich mal. Erlittene Treffer umgewandelt in Treffer. Sieht auch richtig cool aus, das Ding. Im Gegensatz zu der Speisekammertür, die ich die ganze Zeit anhatte. So. Das Trauerlied des Todes. Der gewaltsame Tod zweier magranischer Priester an der Brücke von Evondivir hat in der Götterhammer-Zitadelle für trauernde Sitzung gesorgt. Es sollte nicht lange bis trauernde Mutter in Erfahrung brachte, dass radikale Rezeraner verantwortlich zu waren. Zwei Zauberer hatten die Flüche ausgesprochen, welche die Priester töteten. Sie wurden aber unterstützt von dutzenden rezeranischen Veteranen aus dem Krieg des Heiligen. Da die Zauberer kein Interesse hatten, mit trauernder Mutter oder den Magraniten zu verhandeln, kam es zum Kampf auf denselben Feldern, auf denen auch im Krieg gekämpft worden war. Am Ende wurden die Zauberer getötet und die verbliebenen Rezeraner vertrieben. Die Priester, die beim Singen des Trauerlieds gestorben waren, wurden in der Nähe der Brücke begraben und die zeremoniellen Handschuhe des ältesten Priesters wurden trauernder Mutter als Geste des Dankes überreicht. Erfahrung, Geld und ein durchschnittlicher Gegenstand, also der hier. Die Eskorte ist auch bald fertig. Gut. Das heißt, als nächstes geht's in den blutigen Sand. Oh, als nächstes leveln wir Idee ab. Hat jetzt auch Stufe 11 erreicht. Verteidiger, zwei Feinde gebunden, minus 5 Abwehr ist modal. Energische Verteidigung. Unbeugsam. Beschützerhaltung ist modal. Kritische Verteidigung ist passiv. Furchtlos, Immunität, Treffer hinnehmen, modal. Ungebrochen. Ungebrochen ist eigentlich gar nicht schlecht. Rein ins Getümmel ist Bewegung. Aber kritische Verteidigung finde ich eigentlich gut. Was mich aber dazu bringt, dass wir bald mal neue Attributsboni verpassen könnten. Ich weiß nur gerade nicht. Gewandtheit wäre für ihn nicht schlecht, vielleicht. Wenn wir das in seine Rüstung packen könnten. Für außergewöhnlich bräuchte ich einen Saphir und einen Vitra-Kirn.
Also ich kann jetzt noch insgesamt 12 draufpacken. Das wäre legendär und eine von den höheren Sachen. Komm, packen wir Gewandtheit mal drauf. Und ehrlich gesagt würde ich da schon fast gerne hervorragend drauf geben. Sumpfdrachenschuppe. Ja, gucken wir mal. Hier bräuchten wir auch ein Vitrakhirn. Das ist bereits Verfassung plus 2. Bei Alof könnten wir auch mal was geben. Zum Beispiel mal eine Wuchtresistenz. Und auch 2 Verfassung mit unserem einzigen Diamanten. Aber das ist nicht schlecht für Alof. Nimm bei. Also ja, schwertermäßig nichts, aber ausrüstungsmäßig. Können wir die mal vielleicht vergeben? Oh, maximal Ausdauerbonus, den können wir alle aufgeben. Und das hier? Macht Entschlossenheit. Ja, von mir aus geben wir auch das alle auf mal. Da macht auch ein bisschen mehr Schaden. So. Du trägst einen guten kleinen Schild, ja. Wobei der hier ist noch besser. Und rapiermäßig haben wir leider nichts Besseres, was wir dir geben können. Besseren Bogen für Durens haben wir leider nicht. Nur gute. Okay. Dann mal rein hier. Die Blutigen aufmischen. Kammer des Feueropfers, Kammer des Blutopfers. Interesting. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Okay, die Falle konnte ich entschärfen, die andere leider nicht.
Ströme rotbraunen Blutes und Gewebefetzen haben sich ihren Weg in die feinsten Rillen des Steins gebahnt. So,